Rangeleien zwischen linken Aktivisten und der Polizei sind bei Demos in Göttingen nahezu an der Tagesordnung. Dabei werden auch Personalien festgestellt, Fotos und Filme gemacht. Doch was die Polizei in diesen Fällen an Daten gesammelt habe, sei rechtswidrig, so Anwalt Sven Adam. Es gibt weder im niedersächsischen Gefahrenabwehrrecht noch an sich im niedersächsischen Datenschutzgesetz auch nur ansatzweise eine Rechtsgrundlage für eine derartige Form der Datensammelei. Es ist einfach schlicht ein Verstoß gegen das informationelle Selbstbestimmungsrecht. Fotos und Kopien der Aktenordner sind Bestandteil in einem anderen Verfahren des Anwalts und wurden ihm so bekannt. Persönliche Daten, Arbeitgeber, Social-Media-Auftritte und vieles mehr wurde vom Staatsschutz erfasst. Nach Erkenntnissen des Anwalts könnten bis zu 100 Personen der linken Szene von der Datenerfassung betroffen sein. Grüne und Jusos fordern jetzt eine genaue Ermittlung der Vorwürfe. Der Göttinger Polizeidirektor erklärte dazu heute schriftlich: Für mich ist eine lückenlose Aufklärung des Sachverhalts und der näheren Umstände von besonderer Bedeutung. Die interne Ermittlung innerhalb der Polizeidirektion sei darum intensiviert worden.